Moin, oder wie man hier in Bayern sagen würde, Servus zum Zugreview Nummer 8. Heute geht's mit einem ICE nach Nürnberg. Was daran besonders ist, erzähle ich euch gleich. Das ist unser Zug für heute, ein ICE, der 300 km/h schaffen sollte. Ja, ich will noch die 300 km/h fahren und wir gucken mal, wie das sein wird. Übrigens, ich habe diesmal aus meinen Fehlern gelernt und mal Plätze reserviert. Sitzcheck beim Flight ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Dann haben wir auch noch einen wunderbaren Tisch, Armlehne, die man verstellen kann. Sitz kann man zurückstellen. Okay, das ist sehr krass, kann man sehr weit zurückstellen. Und eine Steckdose und ja, das kann man nicht verschieben. Naja. Muss man auch irgendwie nicht. Und dann geht's auch los. Einen schönen guten Morgen, liebe Gäste, und herzlich willkommen hier im ICE der Deutschen Bahn aus meiner Fahrt nach Berlin Hauptbahnhof. Mit unterwegs seid in Nürnberg, Erfurt und Halle an der Saale. Wir wünschen eine angenehme Reise. Also was natürlich nicht fehlen darf, das Toilettenrevier. Toilette haben wir natürlich hier, Waschbecken, Anti-Schmierdings und Spiegel. Moin. Und ja, übrigens kann man hier vorne rausgucken, wenn man will. Und wir haben fast die 300 km/h, fast aber leider nur. Vielleicht wird's ja noch was. Mehr schaffen wir leider nicht. Wir haben irgendwann auch 299 geschafft. Aber, ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und dann wird es auch jetzt Zeit für das Review. Nur ein kurzes Video heute. Fangen wir mit dem Komfort an. Der Beifahrt ist phänomenal. Jetzt kann man ziemlich weit zurückstellen. Der eine 5 von 5 verdienterweise. Service, ja, Personal ist ziemlich nett, daher auch hier eine 5 von 5. Preis, die Strecke gibt es für Erwachsene ab 14,90 €. Ist aus meiner Sicht ein bisschen teuer für so eine kurze Strecke, daher nur eine 4 von 5. Ja, zu fahren sich ziemlich sauber, bis auf die Toilette. Da, naja, war nichts. Bisschen dreckig, aber war natürlich auch sauber. Daher 4 von 5. Insgesamt gibt es von mir 4,5 von 5. Das war's mit dem Video und mit diesem Video enden leider die Sommervlogs. Ich hoffe trotzdem, euch haben die Sommervlogs und oder dieses Video gefallen. Feedback gerne in die Kommentare und tschüss, bis zum nächsten Mal.